Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel auf dem Weg zu Weihnachten. Aber heute ist Weihnachten. Bam! Heute ist Weihnachten. Und auch heute habe ich dir für diesen wunderbaren Tag, wie auch immer du ihn gestalten wirst, eine Frage mitgebracht aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß, Fragen können, wie Küsse schmecken. Heute ist also Weihnachten und irgendwie ist alles ganz anders. Aber was sind denn eigentlich die drei ersten Punkte auf deiner To-Do-Liste für die nächsten 10 Stunden? Was sind deine ersten 3 Punkte auf deiner To-Do-Liste? Was sind die ersten 3 Dinge, die du tun willst in den nächsten 10 Stunden? Das heißt also während des Feierns von Weihnachten und direkt danach und noch über die Nacht hindurch. Und vielleicht reicht es sogar noch bis morgen früh. Was sind die ersten 3 Dinge auf deiner To-Do-Liste für die nächsten 10 Stunden? Und ich schaue wieder einen Engel mit dir gemeinsam an durch meine Engelsbrille, die ich von meiner lieben Freundin Ellen Hollerbein aus Afrika zugesandt bekommen habe, sozusagen als wunderbares Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr. Und ich wünsche dir heute am Weihnachtsfest, achso, ich habe noch gar nicht gesagt, die Engel sind aus diesem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Es will mir heute nicht gelingen, das Buch gerade zu halten, weil ich einfach schon so wild auf Weihnachten bin. Und es ist heute der Engel der Tapferkeit. Manchmal braucht man für besondere Weihnachtsfeste einfach Tapferkeit und jemanden, der einen an der Hand nimmt und mit einem zusammen tapfer ist. Und so wünsche ich dir den Engel der Tapferkeit, damit du dein Leben wirklich bestehen kannst, dass du nicht ausweichst, wenn dir der Gegenwind um die Ohren bläst, dass du nicht fliehst, wenn dich ein Unglück trifft. Und ich wünsche dir Tapferkeit im Umgang mit den alltäglichen Konflikten, dass du frei bist von dem Zwang, dich überall beliebt zu machen. Der Engel der Tapferkeit möge dir beistehen, wenn du in Gefahr bist, umzufallen vor der Meinung der anderen, wenn du am liebsten den Kampf aufgeben möchtest, um des lieben Friedens willen. Wenn der Engel der Tapferkeit bei dir ist, werden Lösungen möglich, die am Ende für alle gut sind. Der Tapfere meidet jeden faulen Kompromiss. Er tritt für das Leben ein, er kämpft für das Leben. Der Engel der Tapferkeit kämpft an seiner Seite. Ich wünsche dir nicht nur den Engel der Tapferkeit vor dem Feind, sondern auch vor dem Freund. Der Engel möge dich davor bewahren, dich bestechen zu lassen und dich anzupassen, um den Freund nicht zu verlieren. Der Engel der Tapferkeit widersteht auch dem Freund dort, wo es nötig ist. Das festigt die Freundschaft, statt sie zu zerstören. Dieser Engel soll dich heute durch das Weihnachtsfest begleiten. Dann kann es auch ein gutes Weihnachtsfest 2020 werden. Und es macht für alle Bäm. Das war's mit dem diesjährigen Adventskalender. Und ich sage einmal Tschüss, bis nächstes Jahr, so Gott will. Und wir leben, wenn wir einen neuen Adventskalender gestalten werden. Und jeden Tag miteinander ein Türchen öffnen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen mich auf eine Reise zu begeben, mir Fragen zu stellen und mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Und einmal, dass die jenseitige Dimension, das Göttliche, auf eine ganz andere Weise kennenzulernen, nämlich auf die Weise der Engel. Macht es gut! Bleibt gesund und feiert Weihnachten. Bis dann. Ciao.